Alles klar. Hey. Ich earne mal euren Favor. Schauen, was sich tut. Wieder drehen. Ah ja. Perfekt. Warte. Schade. Aber mein Ehrgeiz ist geweckt. Und ich hoffe, wir treten noch gegen den Riesen an. Na? Jetzt. Oder mussten wir da runter? Nee. Bist jetzt hier rum wieder, ne? Genau. Hierher. Wieder rumdrehen. Glaube ich. Einmal. Das. Das Ganze jetzt von der anderen Seite. Es ist noch nicht vorbei. Das ist wohl richtig. Okay, jetzt hier einmal lang. Also ich denke mal, ne, da drüben. Das ist von der anderen Seite wahrscheinlich. Ist ja auch nur gedreht. Das Zeichen. Aber warum können wir so weit zurück? Okay, können wir nicht. Zumindest nicht von hier. Jetzt hier einmal rechts. Dann umwandeln, wieder hoch. What else is there to fight? This is where he comes from. The sea, they said so. Dann jetzt hier noch mal drehen. Ich schätze, ab hier kann man es dann. Gerade sehe ich es noch nicht. Jetzt? Hier, ne? Und das letzte Zeichen. She needs to know his name. You have to find her.
She needs to understand. If you want to kill him, you need to know. Okay, jetzt kommt. They can help her understand. Wir kommen jetzt hierher. Kommen hier durch. Wie ist er entstanden? Genau. Zeigt es mir. Hier ist auf jeden Fall das. The Skalds say Grettir, wounded by Seder, was now so weak it was possible for his enemies to defeat him. Under cover of night, Thorbjörn and his men attacked his shelter. They tried to disarm him, but he clung so firmly to his sword Karr's loom that they had to cut off his arm to get it free. Then they used his sword to cut off his head. And the land's mightiest outlaw was dead. Okay. Kann man hier irgendwas? Ich komme hier nicht dran, ne? Ist dieses ganze Stück... Ich muss halt da hoch. Ist dieses ganze Stück wirklich nur für diesen... Für die Lore? Also sehr cool. Eine Frage. Aber es lässt mich ein bisschen unsicher zurück. Guck mal, da geht's ja wieder hoch. Wieder öffnen. Mhm. Finde das Symbol. Mhm. Warte, hier war doch noch eins. Genau. Ganz genau. Jetzt sind wir auch auf der richtigen Ebene. Das ist cool mit dem Hin- und Herschalten. Das schon schön gemacht. Auch wenn ich am einen oder anderen vielleicht eine Minute brauche, um drauf zu kommen. Oh, ich bin mir gar nicht so... Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das eigentlich wissen will, aber... Jetzt sind wir schon mal hier, wa? Sie muss vertrauen. Das ist richtig.
Oh nein, jetzt hier gerade. Aber hier, von hier geht's. So, jetzt aber. Na? Jetzt. Schön. Wunderbar. Kommen wir so durch? Zum Tor. Sieht so aus, ne? Ah, aber hier noch nicht. Ein letztes Mal noch. Ich hab's gefunden. Oh Mann, ich bin echt froh, dass ich nicht so viele Stimmen in meinem Kopf habe. Das ist, glaube ich, auf Dauer echt sehr anstrengend. To pay. The truth can drown you deep. They bear the heart of you hidden for years. It hurts. Down there, see the water. Where? What does it mean? She has to go down again. And what will be there waiting for her? Be alert, Senua. Be careful. Always be careful. Will he be there? Right. Müsst entschuldigen, ich bin noch ein bisschen erkältet. Und ab und zu kommt dann noch ein Hüsterchen raus. Hey, wir sind unter Wasser. When the darkness came, the man stood shoulder to shoulder with his friend. They helped each other through the starvation and the fear. And there was a tiny spark of hope that never died. Giants came, and the Droigar. Okay. Also der Riese ist and worst of all, the Bjerg. Men who were stronger and more ruthless took all they had and wanted more. A
Also der Riese ist entstanden, weil ein Riese... Verstehe ich es richtig? Na, schauen wir mal. Verurteile das mal nicht, ne? Das macht man schnell, aber wer weiß, wie man selber in so einer Situation ist. Wer weiß, wie man selbst reagieren würde. The man was ashamed. He thought himself safe. They found out his secret and all stood against him. Wasserlevel. They cast him out. Mhm. And he wandered the lonely cliffs until the sea took him. Okay. Ja. Everything falls apart. Alles. He comes to the settlement. She has to stop him. Find out the name, someone. Then you can destroy him. Release him. So, ich will nichts. Nichts übersehen. Da ist er ja. Look at him. She sees what he does. The constant storm. The constant fear. No sunshine. Nothing. No light. But the torches are still there. Jetzt gehen wir von der anderen Seite ran. Können wir hier rein? Lonely, tucked away. Frightened. They never come out. Life is just endurance here. Aber die können wir uns nicht nehmen. Unbearable. You can feel the suffering of the people.
Sollen wir hier rein? Schade. Hier? Ich bin doch so neugierig. Oh, einen haben wir übersehen. Eines. Hier speak of warriors who can transform themselves into bears when they are enraged. Keine Ahnung, wo habt ihr ihn gesehen? Becomes hide so thick. No sword or spear can break it. When King Hrólfr fought Skáld, many people saw a great bear fighting beside him, who killed more men with its paw than any five soldiers. Everybody too scared. This whole place like a wound that cannot heal. It bleeds. So, hier ist noch offen. Okay, also ein Gesicht haben wir dann noch trotzdem noch mal übersehen. Respekt. Ich hab keine Ahnung wo. They survive. In spite of everything, she is strong. Ástriðr holds them together. She deserves more than this. They deserve more than this. How has she kept them together? We must find her. She will help us. Denke mal, ist auch zu, ne? Okay. Hier geht's weiter. Ich will aber mal gucken, was auf der anderen Seite noch ist. Weil da geht's definitiv noch lang, ne? Hier hoch. Irgendwas. Aha. Droiger Glamour had predicted. All Grettir's brave and fine deeds brought him misery. So fate makes prisoners of us all. But it was Grettir's nature that made him fight the Droiger. And Grettir's nature that led to blood feud and exile. So what is truly our prison, Senua? Is our path ordained? And we powerless to change it? Or do we blame uncertain powers for what we ourselves ordain? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Sind wir unseres eigenen Schicksals Schmied? Der letzte. Men here will tell of how Jarl Harkon worshipped the giant Þorgerðr and sought her aid in the middle of battle when the tide was turning against him. Fleeing to an island, he pleaded with her for aid. She demanded a sacrifice. She rejected all of his offerings until he at last killed his own son in sacrifice. Þorgerðr gave aid. And Hakon's enemies saw the giants striding amongst the ships, arrows flying from every finger, and never
missing their mark. Their morale was sapped, and Harkon won his battle. Okay, 4 haben wir leider verpasst. Aber sonst haben wir alle gefunden. Bei denen waren es jetzt 2, ne? 3. 3. 1, 2, 3, ja. Naja, ich guck mal. Wenn ich sie doch noch finde, hinten raus, dann hänge ich es. Habe ich oder werde ich es irgendwo hinten dran hängen? Jetzt erstmal zum Riesen.